Willkommen zurück zu GoPro Dev Pro Online. Digga Deck Pro ist Darklight mit einem Cosmo Deck. Ich will anfangen, oder? Ja. Und? Bin Ken? Nö. Schade. Aber Cosmojo immerhin. Überleg gerade, wie viel Sinn es macht, uns jetzt irgendwas reinzulegen. Gut, also weißt du, was wir machen? Optionen sind Cosmo Schwebetruppen Set 1 oder Cosmo Schwebetruppen Set 2. Wenn wir was machen. Nee, ich überlege gerade, ob es Sinn macht, die Schwebetruppen direkt für das Delta Shuttle zu verbannen und uns irgendwas in Grave zu legen. Das ist meine Überlegung gerade. Anders als wenn wir nur die Truppen beschwören. Beschwören wir die Truppen und verbannen sie. Nee, wenn wir jetzt nur die Truppen beschwören und dann zwei Karten setzen, schreien wir, ich habe einen Dark Destroyer auf der Hand. Davon wird er nicht ausgehen. Und das Problem ist, wenn er dann irgendwas hat, was wir verbannen. Na gut, wir haben noch eine Warning. Eben. Ja, okay, dann nur Schwebetruppen. Echt? Die Überlegung war halt, ob wir irgendwas reinlegen wollen, Strawman oder so. Das können wir noch in seinen Zug machen. Ich finde das Delta Shuttle nicht überlegt, weil wir es für Cosmojo opfern müssen. Okay. Das ist ein Monster Turn, kein Summon-Effekt. Ich weiß. Das ist der einzige Cosmo-Effekt, der nicht Summon ist. Aber er kann auch, wenn er zerstört wird, was Summon. Das heißt, wir sind ja nicht komplett verloren. Das tun die Schiffe ja alle. Eben. Und deswegen, selbst wenn wir den Effekt von Shuttle nicht kriegen, weil wir es für Cosmo zerstören müssen. Cosmojo zerstören müssen, meine ich. Zwölf Karten extra Deck übrigens. Hero lives. Ich könnte eine Warnung aktivieren. Ich könnte es auch noch bleiben lassen. Wir schießen die Warnung. So, zahle 2000 Lebenspunkte, füge deinem Gegner 4000 Punkte Schaden zu. Ja. Und lass ihn eine Karte abschmeißen. Also halten wir uns jetzt wenigstens die Option. What? Ich hol das Delta Shuttle. Nein. Ist er angreift. Auf den Phasenübertritt holen wir es. Und ja, wir holen Delta Shuttle. Ja. Schade eigentlich. Slip Rider hat überhaupt kein Target. Doch, wir können natürlich, wir können in der Endfail, wir können. Sollte er jetzt was setzen, dann kommt auf den Phasenübergang Main zu Endphase Mojo auf Bestiari. Und holt uns Tin, also wenn er jetzt eine setzt, dann kommt auf Phasenübergang Main zu Endphase Mojo auf. Dass sich was erholt. Auf Delta Shuttle. Und sucht eine Blechbüchse. Und dann Endphase Blechbüchsen-Effekt, Chain Tin Can, Chain anderer Effekt, Special Slip Rider und schießt eine Backrow, wenn er eine setzt. Gleich nochmal. So, das sind wir wieder. Gegen Mytron. Gott, war das gerade ein spannendes Duell. Ja. Dass der Typ ein Depp war an dem Punkt, wo er drei Fragezeichen in den Chat geschmissen hat. Blechbüchsen? Blechbüchsen! Ja, Normals haben Blechbüchse, Herr Twin Twister, Endphase-Effekt. Ja. Blechbüchse! Und zwar hätten wir gerne die Wahl zwischen Schiff und Schiff. Ja. Nein, nicht an Ketten. Nee. So, aber Schiff und Schiff ist nicht sehr eindeutig. Wir haben nicht mehr Schiffe. Ach, ehrlich. Ja, wir hätten gerne die Wahl zwischen DD. DD? Also Dark Destroyer. Ja. Rider? Nein, Planet nicht. Rider? Okay. Weil wir den Planet nicht einfach so beschwören können. Stimmt. Und. Forerunner? Haben wir noch was anderes außer Runner? Wir haben noch theoretisch Eclipser. Ja, oder halt das Delta Shuttle. Nee, den nicht. Runner. Ja. Weil das die. Ach, jetzt! Da! Aber Hauptsache, warte, bis wir fertig mit raussuchen sind. Nee, weißt du, ich glaube, der hat überhaupt keinen Bock gegen Cosmo gehabt, dem hat's gestunken, dass wir so lange gebraucht haben fürs Überlegen. Was, wett mal?
Was, Wettma? Also in der L hätten wir auch so lange überlegt, was da so lange gedauert hätte, das Deck durch. Das ist das Schöne, in der L hast du automatisch die Zeit, weil du einfach so lange brauchst, um das Deck durchzugucken. In RL hockt der Typ ja auch vor dir, da kann ich einfach aufstehen und gehen. Ja, das kommt dazu. Aber du hast grundsätzlich mehr Zeit zum Überlegen. Bis gleich. Bis gleich. Wenn der Typ da bleibt, bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich dem das in den Chat schreibe. Mhm. Und so, thank you. Oh, Koffer bis Stadt. Wir dürfen nicht anfangen und haben eine Starterin, mit der wir eh nicht hätten anfangen wollen. Ja, was heißt, erstmal Stadt, misch die beiden weg, Koffer verbannt den DD und Stadt nimmt ihn wieder auf die Hand. Wir machen es abhängig von der sechsten Handkarte, die wir ziehen, aber an sich klingt das nicht. Nein, erst Koffer, ansonsten ziehen wir den DD nach, was eigentlich auch nicht falsch werden, aber mal einen von den Piloten. Ja, aber dass wir die sechste Karte vor allem anderen nachziehen, können wir aber ja eh nicht verhindern. Ja, ich meine, das hätte die Reihenfolge, erst Goldkoffer oder erst Stadt Hammer. Das ist ein D-Net mit Brilliant Fusion. Ja, das dürfte jetzt gleich eine ziemlich fette Kombi werden, oder der Typ hat überhaupt nichts. Eins von beiden, was dazwischen gibt's nicht. Ich nehme an, dass das neue, dass der mit dem neuen Support spielt, also mit dem neuen Kollegen, dessen Effekt ich deswegen gerade noch einmal nachschlage. Bevor hier noch Dinge passieren. So, Beschwörung Nummer 1. Alter, hier geht nur einer pro Zug. Ja. Das war keine Frage. Aber, was könnte er machen? Er könnte mit River sich die Fusion wieder auf die Hand nehmen, aber hat er nichts von. Aber von nur einem Garnet ausgehen. Nee, nicht so, Alter, hier ganz normal. Was heißt denn jetzt, Ja, was heißt? Nichts, ich hab schon. Oh Gott, wie heißen jetzt die, Stellar Knights, genau. Stellar Knights. Die Xyz. Achso, Stella. Wo ist er denn? Deltoros kennen wir, Preseppe kennen wir, ja, das... Hä, wo ist denn der? Die ist bescheuert? Hast du gerade nach Constella gesucht? Nein. Hoffentlich. So klingt's nämlich. Egal, wir haben eine Blechbüchse gezogen, wenn es dich interessiert. Ich such den. Ja, können wir zum Duell okay, zurückgehen. Okay, er hat den nicht gebastelt, dann ist egal. Warte, er hat sich in Rafisa gebastelt und ein Monster gesetzt, sehe ich das richtig? Ja. Okay. Was den hier richtig notwendig macht, würde ich mal anmerken. Okay, also wie wir schon festgestellt haben, als allererstes wird ein Goldsarkophag der DD rausgeht. Oder nein? Nee. Würden wir. Nee, das habe ich ja eben erörtert, dass es eben wurscht gewesen wäre, ihn nachzuziehen. Ja, eben. Die Frage ist jetzt, was mischen wir zurück? Ich hätte gesagt, die beiden. Damit wir die Blechbüchse im nötigsten Notfall als Piloten benutzen können. Ja. Ich habe überlegt, ob es irgendein Argument dafür gibt, nur den Planet wegzuwischen. Aber nee, dafür hätten wir zu gut nachziehen müssen, damit sich das lohnt. Wir haben gut nachgezogen. Muss die Schaden zufügen oder Monster zerstören? Schaden zufügen. Oder muss sie einfach nur angegriffen haben? Nee, muss Kampfschaden verursachen. Schade. Okay, also Plan. Goldsarkophag. Goldkoffer auf DD. Effekt Stadt nimmt den DD wieder auf die Hand. Allure. Wir könnten Allure auf die Blechbüchse machen. Oder Allure, weil wir haben die Blechbüchse. So meinte ich das. Blechbüchse ist ein Nichtmonster. Okay. Wir verbannen jetzt den DD. Holen uns auf die Hand zurück. Und machen dann die Allure. Und machen dann die Allure, verbannen den DD nochmal, aktivieren die zweite Stadt und holen ihn nochmal zurück. Wir gucken jetzt, was wir nachziehen mit der Allure. Ja, das sowieso. Und wenn wir es so machen, würde ich das Farmgirl verbannen, dann verlieren wir weniger Lebenspunkte. Farmgirl ist auch Licht. Oder? Achso, stimmt, die ist auch Licht. Wieso dachte ich, die hier Finsternis? Egal. Okay. Bleibt bei dem Plan. Mhm. Frage ist jetzt, ob wir nochmal was reinmischen. Die Tinken höchstens. Also ja. Ja, die Tinken. Weil wir haben ja alles, was wollen wir mit der Tinken? Jetzt holen wir uns erstmal den DD wieder zurück. Ja. Weil es ja once per copy ist, der Effekt, und nicht once per turn. Sonst wäre es ja nicht gut. So, okay. Also, folgender Plan. Farmgirl beschwören. Wenn er nichts macht, also sprich nicht die Refleeze drauf ankettet, einfach reinrennen in den hier.
So nach dem Motto können wir immer noch machen. Ich würde eigentlich fast das Farmgirl rein. Ne, wir wollen ihnen für den nächsten Zug nicht zwei Normal Summons geben. Eben. Ja, okay. Ja, und in dem Fall habe ich mit der Blechbüchse überhaupt nichts am Hut und mische sie zurück. Die hätte ich eigentlich gerne als Backup-Plan, weil das somit die beste Karte ist im Deck. Sie ist die beste Initial, aber jetzt gerade eben ist sie komplett nutzlos. Okay. Warte, ob überhaupt was passiert. Nein, natürlich nicht. Okay, also wir latschen den. Ich würde sogar sagen, wir machen dann direkt den Dark Destroyer und räumen das ganze Feld ab. Weil was soll auf den Dark Destroyer kommen? Ne Bottomless, ne? Ja, Glückwunsch. Der kann nicht gezielt werden. Bottomless zielt nicht. Ich mach's trotzdem. Eben einfach, weil wir Warnung und Blechbüchse haben. In dem Fall behalte ich sie aber. So, die kann ja nur durch Fallen nicht zerstört werden, ne? Ja. Monster gehen einwandfrei. Wenn er jetzt Treasures macht, dann ist er doof. Aber er wird einfach eine Bottomless jetzt machen. Und das klappt dann einwandfrei. Siehste. Ja, setzen wir mal Warning und Twin Twister. Twin Twister diesmal auch wieder zur Not den. Nein, sagen wir nicht, weil wir die Blechbüchse nicht zur Not reinfeuern wollen. Weil wir jetzt nichts ziehen, brauchen wir die Blechbüchse. Und zweitens, weil das ein solches Twin Twister Target wäre, wenn wir zwei setzen. Nee, ja, okay. Ach, nein, wir schon. Mischen jetzt sicher nicht die Blechbüchse zurück. Ach, den Effekt, dachte gerade, hey, den Effekt habe ich schon gemacht. Aber ja, stimmt. Nee, dann go. Nee, ich dachte gerade, wir haben mit der Cosmoton der Twin Twister Target. Ich setze ihn. Ja, genau, stimmt ja. Wenn er nur eine Backrow setzt, dann schießen wir die Cosmotown und seine Backrow und suchen uns den nächsten Piloten. Weil wir werden den Teufel tun, jetzt seine Dingens hier zu schießen. Ach ja, der Oshi. Mach ich gleich, oder? Wenn ich jetzt Warning mache, was soll er da noch machen? Ich wollte gerade sagen, gibt es irgendein Argument dafür, jetzt nicht die Warning zu schießen? Antwort nein, gibt es nicht. Nö, gibt's nicht, er hat den Seraphniten nicht mehr. Ja, man könnte natürlich sagen, erst auf den Trigger die Warning abschießen, aber die Sache ist, dann hat er an dem Punkt schon die Search durch D-Net bekommen. Naja, und da lag nur ein Trickler, das heißt, der ist harmlos. Aber die kann uns jetzt für grandiose 1600 Damage reinladen. Ja gut, die tun Schaubi, weil wir haben schon ganz gut kassiert, aber... Aber sie bringen uns nicht oben, außerdem ist Cosmo großartig darin, sich runterzuzahlen. Das ist richtig! Anders braucht man dann nicht auch noch extra Schaden kassieren. So, komm, jetzt setzt du noch eine Backrow, weil du sozial bist. Gar keine wäre mir noch lieber. Zwei Backrow. Oder gar keine. Ja, wenn eine setzt, schießen wir. Ja. Also auf Town und... Wobei... Ja, auf Town und die Backrow. Ja. Ja. Wir müssen auf die Town schießen. Nö, wir können auch nur auf die schießen. Und dann wird Town das Farmgold wieder auf die Hand nehmen. Was wollen wir dann mit dem Farmgirl? Es haben. Andererseits. Flexibler jetzt... sein? Nee, weil wir suchen uns dann die Wicked Witch, weil. Ja, wir schießen auf die Town. So. Oder die hier. Nee, vom Typ C. Ja, doch, die Blechdose. Wir haben. Könnten damit die Blechdose wiederholen und ja. Dann in der Endphase was suchen. Ja, genau das. Wäre doch ein Plan, oder? Macht halt tatsächlich fast Sinn, ja. Mein Plan wäre es gewesen, die Wicked Witch rauszusuchen, um einfach über den Clown drüber zu latschen. Aber gut. Damit können wir es auch machen. Ja, der funktioniert auch. Ja, dann machen wir jetzt die Truppen und holen uns die Dosen zurück. Und dann verbannen wir die Truppen und holen den Eclipser. Ja, aber jetzt erstmal Effekt. Toll. Fuck by life. Versuch mal den ersten. Nein, den ersten. Es ist doch immer der Reihenfolge, der auf der Karte steht. Also meistens. Bei Blechbüchsen nicht. Oder? Also bei Tinken ist auf jeden Fall. Okay. Aber bei den meisten Karten ist es in der Reihenfolge, der auf der Karte steht. Das weiß halt die 50-50 Chance. Bei den Blechbüchsen war es anders, deswegen habe ich darauf predikt, dass es hier auch wieder anders ist. Anders, wenn wir jetzt reinrennen, fügen wir ihn halt insgesamt 2400 Schadenspunkte zu, das war's. Mehr passiert nicht. Ja, andererseits, wenn wir nicht reinrennen, dann müssen wir diese 2400 Schadenspunkte. Ja, welchen Grund gibt es nicht reinzurennen?
Okay, jetzt haben wir 3000, an denen nicht gezielt werden kann. Das ist zwar okay, aber jetzt nicht übertrieben. Nee, das ist Satellan, der wird einfach gleich einen Trivia holen. Nicht mit dem Trickclown, aber trotzdem. Eben, aber jetzt hat er kein Alter Ir mehr, weil er hatte vorher ein Alter Ir auf der Hand, den haben wir im Gewarnik, also wenn, er muss einen nachgezogen haben. Richtig. Er hat zwei Alter Irs raus für alle. Er hat noch maximal einen Deck und den muss er jetzt top decken. Und wenn er schon einen auf der Hand gehabt hätte, hätte er sich noch, nicht noch einen gesucht. Hätte er sich einen Vega oder sonst was genommen. Nee, einen Vega, genau den. Ergo besteht durchaus die Möglichkeit, dass er jetzt eben kein Out hat. Richtig. Wie viel genau ja, war das nochmal? Das ist jetzt ärgerlich mit den Fragezeichen. LOL. Kann man machen. Ich lasse es mal beim LOL. Er hat dazu zwei gar nichts im Deck, okay. Trotzdem sind die Möglichkeiten, die er damit hat, jetzt ziemlich begrenzt. Er hat vor allem den zweiten Seraph Knight im Deck. Das ist das, was interessant ist. Deneb? Wow. Solide. Ja, ist nicht nur die nächsten Alter ihr. Also, ich halte fest, wir verlieren jetzt an daran, dass er schlecht das Deck gebaut hat, gut gezogen hat und wir durch die Fragezeichen abgefuckt wurden. Und jetzt erklärst du mir nochmal, an welchem Punkt wir jetzt durch den Trivia sterben. Wir sterben nicht durch den Trivia, aber wenn es jetzt dazu kommt, dann aus genannten Gründen. So meinte ich das. Ah, oder er spielt einfach Utopia Lightning. Ja, das geht auch. Lustig wäre es, wenn er jetzt den Alter ihr normelt. Okay. Nee. Hätte klappen können. Aber trotzdem, noch sind wir nicht tot. Nee. Nein, doch, wir sind tot, weil wir den Eclipse-Effekt nicht kriegen. Richtig. Außerdem kann er sich jetzt einfach noch einen Cowboy bauen, wenn er einen im Deck hat. Na, denk damit. Er hat keinen Cowboy. Blechdose. Technically leben wir sogar noch. Wenn wir jetzt Glück haben und den. Oder warte mal, können wir den DD. Nee, der DD ist weg. Nee, der ist weg. Weil wir vorhin die Cosmotown geschossen haben. Ich hab gesagt, das ist zu risky. Wäre nicht risky gewesen, wenn du bei den Effekten nicht gefailt hättest. Alter, wo hab ich. Wo war da mein Fehler? Wo lag da mein Fehler? Wo hab ich da einen Fehler gemacht? Du hast nicht auf mich gehört, was jetzt nicht direkt ein Fehler ist, aber ja, ich hätte. Wie gesagt, geraten. Es gibt zig Effekte, du hast richtig geraten, toll. Das war eine 50-50-Chance, es gibt zig Effekte, wo halt, oder wenn es so ziemlich allen Effekten ist, wie ich bereits sagte, wo es einfach in der richtigen Reihenfolge dasteht, ja. Eben. Ansonsten hätten wir halt noch die Search gehabt und noch einen weiteren Piloten. An sich war das Play, die Cosmotown zu schießen für die Sword Trooper schon richtig. Ja. Es ging halt, wurde halt dann nur durch Death Roar ein wenig verkackt. Mhm. Nee, wir sind hier raus. Mann, nervt das. Ja, durch Death Pro. Wir haben das jetzt an Death Pro verloren und weil er ein etwas gemacht, was eigentlich keine Sau macht, der kurz nachdenkt, aber in diesem einen Fall richtig war. Also sprich den zweiten Seraph Nieten. Ja. Der zweite Seraph Nieten war es eigentlich vollkommen egal. Okay, stimmt, der hat nichts ausgemacht. Aber war trotzdem ein bisschen unnötig. Ja, Augenblick mal. Achso, ja klar. Wir dürfen nichts aktivieren. Wir hätten es auf den Phasenübergang machen müssen. Nee, aber wenn ich das gemacht hätte, hätte der einfach was genormelt und dann wäre dann reingerannt. Ja. Weil wir kennen ja, nachdem er angreift, auch nicht mehr den Effekt von den Typen im Friedhof aktivieren. Ja.
Also ich gehe mal an, so viel, ich nehme mal an, so viel hat der Typ. Ja. Also bis gleich zur Deckbewertung. Gleich. So, sind wir wieder. Wir haben dreimal den Planet, einen Eclipser, einen Dark Destroyer, zwei Forerunner, drei Sliprider, eine Dark Lady, zwei Dark Ladies, einen Delta, eine Wicked Witch, ein Farm Girl, zweimal Sword Troopers, Klammer auf, Deathfall, die sind seit einem Jahr draußen. Da darf das schon mal funktionieren. Strawman, dreimal Blechbüchse, dreimal Allure, ein One for One, ein Upstart, dreimal Terraforming, zweimal Goldsarkophag, zwei Twin Twister, ein E-Tail, dreimal Town, zweimal Cosmojo, eine Warning, Exotic haben wir ein Chimera-Tech, ein Flare Metal, ein Gaia, ein Nummer 11, ein Zai Infinity, Zenmayo, Place, Volcasaurier, High Festung, zweimal Nova, Breaksword, Grumpulse und Livia. Kurz was vorneweg. Es gibt Cosmo-Decks, in denen spielt man das Island. Muss man nicht, aber kann man. Und wenn man das Island spielt, gibt es bestimmte Karten, die man dann auch noch reintut. Was keinen Sinn macht, ist diese Karten, die man dann reintut, reinzutun und dann nicht das Island. Also Fire King Island. Ja. Finde ich, für die sich nicht genug mit Cosmo auskennen, um zu wissen, über welchem Island wir reden. Insel der Feuerkönige. Genau. Ist ein Feldzauber. Du kannst Cosmo mit oder ohne Island spielen und du kannst Fire King Cosmo mit oder ohne Planet spielen. Aber du kannst nicht Cosmo mit Planet ohne Island spielen. Ja. Und Eclipser ist auch scheiße. Ja. Das aber schon mal vor einer Weile erörtert. Ja, also Eclipser und Planet sind beide kacke. Und Eclipser spielst du so oder so nicht. Ja, und den Planet wirklich nur mit dem Island. Ja, und Delta Shuttle auch nur mit Island. Delta Shuttle ist nur für die Island-Kombo wichtig. Und ansonsten ist das Ding kacke. Weil es kein Effekt hat, es ist einfach ein Schiff. Ganz toll. Ein paar tausender Monster, was getargetet wäre, was einfach abgeräumt werden kann von allem. Nee. Es ist einfach ein vierter Sliprider ohne Effekt. Mit weniger Attack. Vor allem, weil dir der foolische Effekt nicht mal was bringt, weil du keine Calls spielst. Was ich sowieso nicht einsehe. Entweder du spielst Fire King, dann spielst du eben mit oder ohne Planet, mit den Fire King-Karten, mit Delta Shuttle und als Traps dann nur drei Mojos. Und Calls, glaube ich, hat man den Fire King immer gespielt. Ja. Oder du spielst ohne Fire King, dann spielst du aber auch ohne Planet, ohne Eclipser, ohne drei Terraforming, weil die zu viel sind, mit drei Koffern, mit mehr Traps, ohne Shuttle, ja. Und mit, ja, und zwei halt Sword Trooper kann man machen. Und Eclipse halt sowieso nicht. Ja. Und Lady reicht eigentlich auch eine. Weil du sie suchen kannst. Ja. Jetzt, bevor ich absoluten Mist verzapfe, gucke ich mal ganz kurz, weil ich letztens irgendwo mal ein Pure Cosmo Deck gesehen habt nach Banlist, gucke ich mal ganz kurz, wie der Kollege das gebastelt hat. Nicht, dass es jetzt dann heißt, ja, aber der und der hat das Deck ist eigentlich von irgendeinem OP-Ding genetdeckt und gedöns. Weil Pros keine Fehler machen. So, da haben wir's. Ah, oh, scheiße Werbung. ja, ich habe ja kein Problem mit Werbung. Kunststück. Aber wenn sie zum falschen Zeitpunkt kommt, nervt sie. An dem Punkt nochmal bitte Adblocker ausmachen, wenn ihr unsere Videos guckt. Ja, jetzt aufgeploppt. Auf YouTube allgemein. Auf YouTube Adblocker so aus. Das macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht. Okay, der hat auch... Okay, der hat auch drei Planet und einen Eclipser gespielt. Trotz des Nichtvorhandenseins von Island. Wir können es ja trotzdem schlecht finden. Ja. Ich meine, was willst du mit dem Planet ohne Island? Aber der hat auch wesentlich mehr Kosmos gespielt. Und kein Delta Shuttle. Ja gut, das Käse ist ohne Island, sind wir ja uns ja einig geworden. Aber ich sehe auch keinen Grund, wo du den Planet ohne Island spielen solltest.
Vor allem drei. Ah. Jetzt sehe ich warum. Weil, wenn du schon den Goldkoffer spielst, dann musst du damit ja nicht zwingend die Idee verbannen. Wenn du dann schon mit einem Planet eröffnest, kannst du durch Goldkoffer plus Cosmotor den zweiten Planet holen, kannst Planet für Planet banishen und hast dann den Planet. Und ich meine, das ist immerhin 4000er Beats. Früher hast du den Planet halt suchen müssen, indem du deine eigene Cosmotown über den Haufen geschossen hast, weil du hast einen halt auf der Hand gehabt und dann hast du den zweiten gesucht, indem du mit Sliprider deine eigene Town über den Haufen geschossen hast. Jetzt kannst du dir auch mit dem Goldkoffer raussuchen. Okay. Okay, gut, das erklärt. Okay, das rechtfertigt den Dark Planet. Das rechtfertigt aber nicht das Shuttle und den Eclipser auch nicht. Ja, den Eclipser finde ich halt immer noch nicht so toll. Lass mich mal kurz umformulieren. Das im Hinterkopf stimmt. Mit drei Goldkoffern bitte, aber nicht zwei. Rechtfertigt den Dark Planet, dass man ihn spielen kann, wenn man glaubt, dass man muss. Es ist also okay. Aber Delta Shuttle ist nicht okay und zwei Goldkoffer sind nicht okay und der ist sowieso nicht okay. Und von Eclipse halte ich halt auch, wenn der Typ ihn hier gespielt hat, halte ich immer noch nichts, weil das Problem ist, das haben wir schon vor einer Ewigkeit mal erörtert. Rumlaufen sind Strikes und Warning und die kannst du mit Eclipse eh nicht annullieren. Richtig. Ich meine, klar, so. Es kommt mal eine Spiegelkraft, aber nicht häufig. So, aber es gibt absolut keinen Grund dafür, nicht das Playset Mojo zu spielen, weil Mojo einfach OP ist. Da gibt es absolut keinen Grund dafür und es gibt auch absolut keinen Grund, in Cosmo nicht die volle Strike-Brigade zu spielen. Außerdem, dass du dich dann tot zahlst. Aber du spielst in Cosmo immer dieses ganze Trapline-Up. Immer. Und du spielst in Cosmo diese Calls, weil Call broken ist. In einfach Cosmo. Weil du einfach den Destroyer, den du in der ersten Runde durch die Blechbüchsen rausgesucht hast. Du hast, wenn du die Blechbüchse ziehst und einen Call hast, hast du Turn 2, also wenn der Gegner dran ist, sicher einen Dark Destroyer, weil du ihn entweder auf der Hand hast oder im Friedhof von ihm einen Call zurückholst. Plus noch ein Schiff. Ja, das ist. Es gibt einfach keinen Grund, keinen Call zu spielen. Und One for One ist überflüssig. Mhm. Drei Blechbüchsen reichen. Ja, die ist gut, aber nicht so essentiell. Ja, und weiter im Drawman würde ich mehrere spielen. Drei, weil du jetzt Goldkoffer hast. Also ich meine, er spielt hier drei. Ich habe jetzt gerade diese Liste offen. Und drei, also ohne, dass ich mir jetzt seine Erklärung anhöre, ich gucke jetzt ja nur auf die Liste. Drei Strawman macht halt einfach Sinn, weil wenn du Goldkoffer plus Strawman eröffnest, kannst du halt sofort machen, Strawman Goldkoffer holt, sucht, was weiß ich, zum Beispiel den Dark Destroyer. Strawman Effekt holt den Dark Destroyer. Endphase, Dark Destroyer geht kaputt. Effekt sucht die Tin Can und du kriegst die Surge. Macht Sinn. Ja, Strawman ist einfach gut zusammen mit Goldkoffer. Wenn du das Deck jetzt schon spielst, Goldkoffer, dann muss man auch das Deck ein bisschen drauf anpassen. Dann wie gesagt, Delta Shuttle bin ich immer noch kein Freund von. Der spielt nur noch einen Landwalker und einen Dogfighter. Landwalker ist gut. Können wir über das Deck hier reden und nicht über das Deck? Ja, okay. Ja, es ist ja quasi nur Option. Also Landwalker finde ich gut. Den würde ich tatsächlich spielen, weil der einfach gut ist. Weil der Spur 3GG bietet Schutz. Ja gut, 3GG juckt das Deck eh nicht, aber es ist einfach ein Schutz. Landwalker ist einfach eine gute Karte. Und besser als Eclipser zumindest. Ja. Habe ich am Extra-Deck noch was zu meckern? Verglichen mit dem Main-Deck nicht. Man würde wahrscheinlich. Ja, viele Sachen im Extra-Deck brauchst du einfach nicht. Ich würde. Zum Beispiel. Sorry, sag du was fertig. Ja, und im Cosmo Side-Deck spielst du immer. Immer Cherry Blossom. Weswegen ich hier einige Sachen, die du im Extra-Deck schlicht nicht brauchst, wie zum Beispiel Zen-Mayo, weil der geht eh nicht durch. Außerdem fehlt das Durandal. Wir haben schon mal gehört, dass Zen-Mayo einfach nur ein Direwolf ist. Ja, und ich meine, du kannst ein Infinity bauen. Richtig. Deswegen würde ich einige Sachen, die einfach überflüssig sind, wie zum Beispiel der zweite Nova Infinity. Vor allem Zen-Mayo, wenn du sowieso einen Twin Twister spielst. Ja, Zen-Mayo und so weiter. Ich würde einfach viele von diesen überflüssigen Sachen, auch die ganzen Rang 7er außer Gaia-Charger,
würde ich cutten und durch Ghost Reaper Targets ersetzen. Also einen Spirit Dragon rein, einen Dante rein, Breaksword rein, F-Zero rein. Ja, Breaksword ist drin. Ja, Breaksword ist eh drin. Aber Spirit Dragon rein, Dante rein, F-Zero rein. Den ganzen Krempel, der dir auf den Keks geht. Und dann halt Cherry Blossom. Genau, und dann halt 3 Cherry Blossom in Zeit. Und fick dich. Genau. Ja, dann kriegt das Deck nach nur 30-minütiger Erklärung. Entschuldigung. Nein, so lange die komplette Folge. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, das war sogar nur 10 Minuten Erklärung, weil wir 20 Minuten fürs Duell gebraucht haben. Knapp 20. Weil die Gegner mal wieder alle so sozial waren. 12 Punkte auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich wiederhole die Erklärung jetzt nicht nochmal. 12 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und uns sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.